die Installation und Anschlussaktivierung. Bereits ein paar Tage vor dem Installationstermin bekommst du von Vodafone deinen neuen Router samt Zubehör zugeschickt. Reingucken ins Päckchen ist natürlich erlaubt, aber die Installation übernimmt später ein von Vodafone beauftragter Techniker für dich. Zusätzlich bekommst du per Post den Modem-Installationscode zugeschickt. Den braucht der Techniker, genau wie den Router, für die Aktivierung. Also alles gut aufbewahren. Am Tag der Installation montiert der Techniker den optischen Netzabschluss, den ONT, und legt mit dir abschließend die Leitungswege fest. Also vom Hausübergabepunkt, dem HÜB, zum optischen Netzabschluss, dem ONT, und von dort zum Router. Sind bereits freie Leerrohre vorhanden, können diese selbstverständlich auch verwendet werden. Standardmäßig werden von Vodafone schmale Kabelkanäle auf Putz verlegt. Die notwendigen Materialien bringen die Techniker mit. Zum Schluss übernimmt der Techniker auch die Einrichtung des Routers, aktiviert den Anschluss mit dem Modem-Installationscode und guckt, dass alles funktioniert. Die Installationsarbeiten nehmen insgesamt etwa 2 bis 4 Stunden in Anspruch. Das war's. Jetzt ist die gesamte Technik aktiv und du kannst dein Glasfaser-Internet in voller Gigabit-Geschwindigkeit genießen. Willkommen im Giganetz von Vodafone.